Heimatland. Ich habe eben durch Zufall was gesehen. Ich hatte ja schon über die Bahn und Zusammenspiel zwischen Rad und Schiene, der Sinuslauf und so weiter ein Video gemacht. Aber jetzt kommt's hart. Wie das eben nicht funktioniert. Ich bin ja Fan von Dampfloks und habe ab und zu mal so Dampflok-Videos angeguckt. Und natürlich kommt einem dann entsprechende Vorschläge. Und wie das auf Russisch funktioniert und warum das nicht immer so gut klappt, wie man hier sieht, Blech, das werdet ihr gleich sehen. Ich zeige euch gleich was. Nun, das ist schön, fährt sich in Deutschland, ist sich aber nicht immer so. Und jetzt gucken wir, wie sieht aus hier. Ist ja volles passiert. Hier fährt ein ganz einfacher, naja, Montierzug und der, oh. Der fängt dann an zu kippen. Der Zug, der hatte vorher den Schotter ausgewechselt und plötzlich sieht das ganz doof aus, wie da der Wagen steht. Irgendwas stimmt nicht. Man ruft auch anhalten und fummelt dann. Und jetzt guckt euch mal die Gleise an. Ich werde euch das Video verlinken. Ja, alles schräg. Aber das macht nichts. Das kann man mit Bagger wieder richten. Macht sich mit Bagger gut. Oh, kaputt Maschine. Schiene kaputt. Nichts schlimm. Kriegen wir gerade. Könnt ihr euch vorstellen, was da losgeht? Ich verlinke euch den Kanal oder wunderschön, eine Diesellok. Umwelt ist nichts, egal. Aber hier, jetzt gucken. Ich mache das jetzt einfach mal an. Ihr müsst das sehen. Naja, herrlich. Lauter solche Dinge. Dann wollen wir mal gucken. Den Tipp, den musste ich heute mal loswerden. Tut mir leid, wenn ich euch damit aufhalte, aber ich glaube, ihr könnt auch mal ein bisschen zu lachen gebrauchen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.